Yo, servus Leute, damit herzlich willkommen hier zu einem Hard Cut, in Anführungszeichen. Ja, ich musste hier einen kleinen Schnitt einfügen, weil mein Programm, also mein Videobearbeitungsprogramm, enorme Probleme gemacht hat. Aber ihr seht, soweit ist auch alles richtig, es singt immer noch Whiskey in a Jar. Und ich wollte hier gerade erzählen, dass ich den kompletten Soundtrack durch meine Collector's Edition quasi komplett habe und deswegen das Lied kannte. So, und jetzt, da mir das Schnittprogramm die ganze Zeit Probleme gemacht hat, muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal neu spielen, weil ansonsten habe ich das nicht hingekriegt. Ihr habt ja auch die letzte Folge gesehen. Da waren die 7 heulenden Höllenhunde leider unterwegs, die meine Folge zerstört haben, in Anführungszeichen. Und deswegen reden wir jetzt mit diesem feinen Herr. Wenn das nicht Raven ist. Raven, du hier in Bridgetown? Doch nicht etwa auf dem Weg zu mir? Hör zu, ich weiß, ich schulde dir noch Geld und du bekommst es auch. Es ist nur, bei mir läuft's in letzter Zeit nicht so rund. Du weißt schon, seit mein Bruder gestorben ist. Du erinnerst dich doch noch an meinen Bruder? Komm mir nicht mit deinem Bruder, dem man übrigens nicht hinterherlaufen musste, wenn er mal Schulden hatte. Im Moment ist es gerade schlecht, aber ich stehe ganz kurz davor. Dann kriege ich eine größere Summe. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit. Geld und Zeit und ich würde sagen, du hast bis Sonnenuntergang Zeit. Und wenn du dann nicht auftauchst, steckt meine Klinge in deinen Arsch. Du hast bis Sonnenuntergang Zeit. Wenn du bis dahin nicht auftauchst, bist du ein toter Mann. Ich bring dir das Geld. Also lass gut sein, der alten Zeiten wegen, ja? Janice, sie sagt, dass du zu ihr immer gut warst. Und ob ich gut zu ihr war? Keine war so versaut beim Ficken wie sie. Und dann ihre süßen Teddys. Ich treffe dich dann im Hafen. Ich werde das Geld haben, ich schwör's. Also wirst du das? Lauf, lauf. So. Jetzt gucken wir uns ganz kurz wunderschöne Texturen an. Genießt diesen Anblick. Dieser frohlockenden Textur, der man die Pixel quasi abzählen könnte. Es ist echt wunderschön. Das soll nichts gegen das Spiel sein. Das Spiel ist geil. Aber das ist so ein... Das Spiel ist in dem Falle nicht gut. Aber ansonsten ist es cool. Hier ist ein Laden oder sowas. Kann man da rein? Kann man da rein? Da nicht. Kann man hier? Kann man da? Oh cool, da kann man rein. Immer reinspaziert, nicht so zögerlich. Oder wollt ihr den ganzen Tag dort herumstehen? Seid ihr Lancaster? Wer sonst sollte wohl hinter der Theke meines eigenen Geschäfts stehen? Wenn ihr jemals jemanden anderen hier seht, wurde ich überfallen. Warum kommt ihr nicht endlich herein? Ich bin bereits drin. Natürlich, darum stehe ich ja hier und rede mit euch, nicht wahr? Ihr... was? Sagt ihr, seid kein Spanier, oder? Nun, dann denke ich, werden wir sehr gut miteinander auskommen. Kann ich nun reinkommen und übers Geschäft reden, oder werden eure Wachen mich den ganzen Tag hier rumstehen lassen? Oh, ich muss sagen, jetzt bin ich verwirrt. Habt ihr nicht selbst gesagt, ihr seid bereits drin? Ihr seid wirklich ein komischer Kauz. Aber sei's drum. Tretet zur Seite, Jungs. Er ist doch nur bis an die Zähne bewaffnet. So, nun, da ihr allen Platz der Karibik habt, warum tragt ihr euer Anliegen nicht vor? Ich bin hier, weil ich euren Namen auf einem Stück Papier gelesen habe. Nun, das macht uns ja quasi zu Verwandten, nicht wahr? Wie wäre es, wenn ihr mir zunächst einmal euren Namen sagt? Christopher Raven. Ein spanischer Soldat hat den Zettel im Kampf verloren. Er stand unter Befehl eines gewissen Tirado. Ich bin hier, um zu fragen... Davon will ich mehr erfahren. Sagt mir, habt ihr es geschafft, einige dieser spanischen Schweinehunde zur Strecke zu bringen? Sonst wäre ich nicht hier. Also, was wisst ihr über Tirado? Kein Grund, unhöflich zu werden, mein Freund. Mein Name mag auf diesem Papier stehen, aber von einem Tirado habe ich trotzdem noch nie gehört. Seid ihr sicher? Er ist bei der spanischen Flotte. Ein Bastard, wie er im Buche steht. Habt ihr wirklich keine Idee, warum er auf der Suche nach euch ist?
Aber das ist doch offensichtlich. Jeder, der auf der Suche nach außerordentlich guten Waffen ist, landet irgendwann beim alten Lancaster. Hör zu. Ich habe eine Rechnung mit Tirado offen. Wenn er auf dem Weg hierher ist, hätte ich einen Vorschlag für... Halt! Ich sehe, was euch bewegt, mein Freund, aber unser Gespräch endet hier. Es sei denn, ihr seid auf der Suche nach Arbeit. Wie ich schon sagte, ich bin auf der Suche nach Tirado, nicht nach Arbeit. Ich zahle gut und ihr müsst nicht viel dafür tun. Ich ahne schon, was ihr von mir wollt. Aber ich will euch mal was sagen. Ihr sagt, ihr zahlt gut. Das mag ja sein. Aber der Punkt ist doch, dass euer spanischer Freund vielleicht hunderte Male bei mir einkaufen wird. Da fällt mir die Entscheidung nicht schwer. Nun zu der Arbeit, die ich euch anbiete. Es ist nicht ratsam, mit mir Katz und Maus zu spielen, alter Mann. Aber davon kann keine Rede sein, mein Freund. Ich biete euch eine ehrliche Arbeit an. Wenn ihr zustimmt, mache ich euch beim nächsten Mal einen guten Preis. Ich verkaufe die besten Waffen in der Karibik. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr ja bei eurer Rückkehr den Mann, den ihr sucht. Dann könnt ihr mit ihm tun, was immer euch beliebt. Nur hier in meinem Laden will ich keinen Ärger. Also gut, worum geht's? Nun, das Holz, das ich verwende, wird mit der Queen Anne verschifft. Ich habe einen Kontaktmann, der mir das Holz liefert. Paulson. Gestern kommt er weinend bei mir an und erzählt, dass sich ein paar Bukaniere das Schiff unter den Nagel gerissen haben, als es vor Anker lag. Diese Plünderer sind einfach damit auf und davon gefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Bukanier, die stehlen. Nicht zu fassen. Ich wusste, ihr würdet mich verstehen. Paulson ist natürlich zu feige, sich selbst um die Sache zu kümmern. Er vergeudet lieber meine Zeit mit seinem Gejammer, dass so viele seiner Männer umgekommen sind. Einer war wohl sein Bruder. Was ist nur aus der guten alten Arbeitsmoral geworden? Er hat euch also hängen lassen. Und wo komme ich ins Spiel? Mein Vorschlag sieht so aus. Schneidet dem Schiff den Weg ab, solange es noch in der Nähe ist. Dann bringt ihr mir mein Holz und kassiert eure Belohnung. Mit etwas Glück ist bis dahin auch euer Tontito hier eingetroffen. Tirado. Wie auch immer. Sind wir im Geschäft? Jo, ich würde sagen, ja. Ja, sind wir. Fantastisch. Ach, und behaltet ihre Musketen im Blick. Man sagt, sie seien wahre Virtuosen damit. Man sieht sich. Ein ganz trockenes Mann sieht sich. Wir verlassen das Haus mal. Ich habe keinen Bock auf das Haus. Oh mein Gott, es regnet. Dreckswetter. Überall ist das Wetter dreckig, gibt's ja nicht. Und er freut sich, ey. Lausebub. Ich mag übrigens sehr die Gespräche hier in Raven's Cry. Ich meine, das eine mit, niemand war so versaut wie sie und dann das ein oder andere Kommentar von ihnen. Ach, das ist schon cool. Und ich mag auch den Synchronsprecher von Raven. Und hier sehen wir übrigens schönes, widerliches Wasser. Da seht ihr mal, so animiert man Wasser, oder besser gesagt die Wasserfarbe nicht. Und wir reden jetzt da mal da mit der Wache, weil... die uns, ich glaube, doch vorbeilässt. Aber egal, wir reden mit ihr. Was willst du hier, du dreckiger Pirat? Ich würde sagen, ihr könnt einen Captain gebrauchen. Ich habe gehört, hier wird ein Captain gebraucht. So in etwa. Kommt rein, aber macht keine Dummheiten. Der General ist im Garten. Ich und Dummheiten. Das wäre fast wie ein Pirat und Dummheiten. Ja, okay, ich weiß, was er meint. Und hier oben ist wohl der Captain. Captain, mein Captain. Oder wie heißt das? Captain Morgan, wo er sich dann so aufs Fass stellt und dann so: Ich bin der Captain. Reden wir mal mit diesem netten General oder General. Wen haben wir denn da? Christopher Raven. Sagt, was führt einen Piraten wie euch in mein Territorium? In Bridgetown heißt es, ihr wollt jemanden wie mich anheuern. Nun, hier bin ich. In der Tat. Ihr wollt euch also in den Dienst der britischen Krone stellen, Mr. Raven? Geld stinkt nicht. Soweit ich weiß, gilt es auch für das Britische. Worin besteht denn der Auftrag, General Blackthorn? Zunächst werdet ihr einen Piraten namens Francis Ash mit Kanonenkugeln beliefern. Er lebt in der Piratensiedlung auf Redonda. Geht zum Bootsbauer hier in Bridgetown, er hat die Ladung.
Und was zahlt ihr dafür? Okay, wie viel zahlt ihr dafür? Macht euch darüber keine Gedanken. Wenn ihr zurückkehrt, werdet ihr entlohnt. Sagen wir 1000 für den Anfang. General Blackthorn, wir sind im Geschäft. Ach, sind wir das? Ich glaube, da wird der Hase in der Pfanne verrückt. 1000 für eine Lieferung an Kanonenkugeln. Da kann doch was nicht stimmen. Und dafür haben wir hier unser tolles Questbuch. Nein, nicht da. Unten bei den Fraktionsquests sind nämlich das da. Unter dem Banner der Krone. Der Auftrag von General Blackthorn hört sich halt zu einfach an. Ich frage mich, warum er so viel Geld für eine simple Lieferung bezahlt und warum die Krone mich dafür braucht. Irgendwas ist faul. Ich sollte auf der Hut sein. Oh yeah. Das solltest du, mein lieber Freund, das solltest du. Ja, der Regen, ohne Scheiß, ich finde den Regen ist extrem geil. Der plattert da so von der, zumindest beim Reden, bei Gesprächen, plattert da so ein bisschen von der Rüstung ab. Und allgemein, sah auch saugeil animiert aus. Man sieht ja auch der Regen und das ist schon... Hut sammelt sich jetzt nichts an, das wäre mega, obwohl ein bisschen... Nee, aber können wir nicht wegmachen. Ist schon geil. Hey, ihr da. Ihr fahrt bestimmt zur See, oder? Und wenn? Ich biete ein Schiff zum Verkauf, eine kleine Galeone. Warum wollt ihr sie verkaufen? Nun, es geht euch zwar nichts an, aber... Ich muss dringend eine Schuld begleichen und habe keine Zeit, das Geld anderweitig zu verdienen. So genau will ich's auch nicht wissen. Wie viel wollt ihr für das Schiff? Naja, es ist so etwa 10.000 wert. Ich habe keine Zeit für sowas. Wartet, wartet. Ihr bekommt es für 8.000. Nee. Haltet euren Kahn. Ihr verschwendet meine Zeit. Vielleicht später. Ich bin wahrscheinlich noch eine Weile hier. Wenn sie mich in der Zwischenzeit nicht umlegen. Ach was. Ach was, wer sollte dich denn schon, ha? Ach was. Haben wir das auch gemacht? Ja, ich laufe ein bisschen ahnungslos lang. Ich war hier schließlich noch nie. Einfach mal ein bisschen so den Icons auf der Karte folgen. Scheint ja nicht komplett falsch zu sein. Da hinten ist noch ein Händler, wie ich sehe. Ach, dieser verdammte Scheißkerl. Den meine ich nicht. Ich sehe schon, ihr habt den Seemannsgang. Seid ihr Offizier? Ich bin Kapitän. Bitte vielmals um Verzeihung. Es ist nur so, dass ich einen Mann von Welt sofort erkenne. Ich suche nach einem Käufer für mein Schwert. Eine sehr edle Offiziersklinge. Ich gebe sie günstig ab. Ihr wart also mal Offizier? Sieht man mir kaum an, nicht wahr? Tja, das kommt dabei raus, wenn man sein Herz an ein untreues Weib verliert. Sobald ich das Schwert verkauft und die Schulden bei Lu beglichen habe, greife ich mir die Schlampe. Ihr wollt es ihr heimzahlen? Ja, jede Schuld muss irgendwann beglichen werden. Darum verkaufe ich mein Schwert, denn ich schulde Lu Geld. Und meine Offiziersehre gebietet es mir, die Schuld zu begleichen. Aber genug davon. Wie gesagt, ich biete euch hier eine wahrhaft meisterlich geschmiedete Klinge für nur 50 Reales. Habt ihr Interesse? Das ist ein gutes Angebot, aber ich habe leider schon genug Schwerter. Und deshalb würde ich sagen, einen guten Offizier könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe genug Schwerter. Einen guten Offizier könnte ich zurzeit besser gebrauchen. Was? Ist das euer Ernst? Ihr wollt mir Arbeit geben? Oh, ich heiße Mac und ich bin bereit, wann immer ihr es seid, Sir. Nur, wie gesagt, ich habe Schulden bei Lu. Ich kann nirgendwo hin, bevor ich sie nicht beglichen habe. Das machen wir für dich, keine Sorge. Keine Sorge. Das können wir noch locker machen. Die haben wir schon alle. Marktstände. Hier ist kein... Doch, hier ist auch Regen. Lol. Witzig. Ja, ich finde irgendwie, mit Regen, man hört dieses Plätschern und das ist schon cool. Es ist zwar ein bisschen laut, besonders bei den Gesprächen. Man hört so, ich sag mal, etwas weniger. Aber es ist sehr... Und hier sind übrigens meine ganzen anderen Speicherstände.
sehr atmosphärisch, so ein kleines verschlafenes Dorf und dann regnet es. Ja, das gefällt mir. Reden wir doch mal mit Lou, zumindest ist er auf der Karte markiert als Mission. Kann ich behilflich sein? Mac wird mit mir mitgehen. Keine Ahnung, wer du bist, aber Mac wird nirgendwo hingehen. Er will auch gar nicht weg. Er fühlt sich pudelwohl bei mir. Das glaube ich nicht und deswegen lass Mac gehen oder mach Bekanntschaft mit meinen Haken. Ganz wie du willst. Letztes Mal hat ja auch Schlagen funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, Schlagen ist wohl eine ganz gute Lösung. Deswegen schlagen wir ihn mal. Weil ich glaube, töten wir jetzt nicht so gut auf offener Straße und bedrohen. Na, ich würde erstmal schlagen. Schlagen geht immer. Lass Mac gehen oder mach Bekanntschaft mit meinem Haken. Ganz wie du willst. Du scheinst das nicht zu kapieren. Mac steckt viel zu tief drin in seinen Schulden. Du willst es wohl nicht anders. Wenn du Selbstmord begehen willst, ist dir kein besserer Weg eingefallen. Bist du einer von den Kerlen, die unbedingt sterben wollen? Nein! Bitte! Ich habe Frau und Kinder! Siehst du, es gibt Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Und weil du so an deinem Leben hängst, wirst du Mac gehen lassen. Ist es nicht so? Alles klar, damit gehört uns Mac in Anführungszeichen. Wir haben ein iMac. Apple-Werbung. Ja, dafür werde ich bezahlt. Nicht. Wäre schön. Aber nee, ich habe noch keine Angebote. Ich glaube, das ist gut, dass ich noch kein Angebot habe. Ich weiß nicht, ob ich euch damit nerven will. Aber jetzt reden wir erstmal mit Mac. Geschubst. So, Mac, hallo. Es ist alles geklärt. Mein Schiff liegt im Hafen. Meldet euch bei Donovan. Wirklich? Danke. Vielen Dank. Ich werde euch nicht enttäuschen, Captain. Hebt euch den Enthusiasmus für die Arbeit auf, Mac. Ei, ei, Captain. Offizier anheuern. So. Bootsmann Mac. Sein ganzes Leben lang hat Mac doppelt so hart gearbeitet wie seine weißen Kollegen. Schon als Kind war er getrieben von dem Wunsch, der Armut zu entfliehen. Sobald er konnte, verließ er den Hafen von London und heuerte also auf Freibeuterschiffen an. Mac kann seine Leute dazu motivieren, dass sie beim Entern kämpfen wie der Teufel, wie die Teufel. Sein Vorbild hebt den Mut der Mannschaft, sodass sie weniger leicht unterzukriegen sind während eines Gefechtes. Leider hat er nicht die gleiche Wirkung auf Kanoniere. Sie werden schlampiger beim Nachladen und die Kanonen sind weniger effizient. Okay, cool. Anheuern. So, wir haben unseren eigenen Offizier. Ich habe eine kleine Rede vorbereitet, aus Freude. Gevattern, Brüder, Schwestern. Wieso hat er mich jetzt gerade geschubst, ey? Naja, egal. Gevattern, Brüder, Schwestern, Genossen, Kameraden. Heute ist ein großer Tag. Wir haben einen schwarzen Rekruten. Also wir haben einen... wie nennen sie sich Rekruten? Sind die Leute, die man anheuert. Wir haben ihn angeheuert, sagen wir es so. Wir haben einen schwarzen angeheuert und das ist mega awesome, deswegen wählen wir jetzt ein bisschen mit dem Schwert. Heuer, weil das mega awesome ist. Und zack, zack. Und das freut uns so sehr, dass wir jetzt einfach noch einen Meter sprinten müssen. Ach, tut das gut. So. Jetzt, wo wir jetzt ziemlich viel gemacht haben, würde ich mal sagen, kümmern wir uns ein bisschen um die Hauptquest. Nur so ein bisschen, ja. Man kann ja mal zum Bordell gehen. Schadet ja nichts, ne? Wie ihr vielleicht noch wisst, wir müssen zum Bordell von Maria, glaube ich, heißt sie. Und ja, da gehen wir gleich mal hin. Weil das ist ja schließlich Maria, das ist eine Hure, eine Schlampe, nennt sie wie ihr wollt. Und wohl eine gute Freundin von uns, dem lieben Raven. Der war wohl ein etwas anderer Aufschneider. Kapitel war Schwert und naja, ist nicht gut. Und hier ist rein gar nichts, gar nicht. Und hier ist auch nichts. Und deswegen gehen wir da ins Haus